Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Contact with the Beyond, Paratalk. Ich bin Ihr Gastgeber Markus Verneutzer und unser Thema heute die Bundeslade. Die Bundeslade ist eines der ältesten und bekanntesten Gegenstände der Geschichte. Sie ist in der Bibel und in alten Schriften erwähnt und steht auch heute noch für einige der größten Mysterien der Menschheit. Sie ist auch für viele ein Symbol der Hoffnung und der Macht des Glaubens. Doch was verbirgt sich hinter den Geheimnissen der Bundeslade? Das wird uns unser spezieller Gast, der Autor Thomas Ritter, heute erzählen. Thomas, willkommen. Schön, dass du Zeit für uns gehabt hast. Hallo zurück aus Dresden. Dankeschön für die Einladung. Ich bin froh, dass du Zeit gefunden hast. Thomas Ritter ist Autor der magischen Buchreihe und eine Reiseveranstaltung, der thematisierte Reisen anbietet für Gruppen und Kleingruppen. Thomas, wie sind diese Reisen eigentlich zustande gekommen? Du hast ja ein unwahrscheinliches Wissen über Mysterien und Geheimnisse. Wie hat sich das alles entwickelt, dass du ein Autor geworden bist, dass du Reisen anbietest und so gut über die Mysterien dieser Welt informiert bist? Man könnte es in einem Satz zusammenfassen. Ich habe also mein Hobby zum Beruf gemacht, also von Kindesbeinen an fremde Völker, ferne Kulturen, andere Länder, all das, was geheimnisvoll, was unbekannt, was nicht so beschrieben in den Schulbüchern stand, das hat mich immer am meisten interessiert. Ich habe das große Glück gehabt, auch schon zu DDR-Zeiten reisen zu können. Das waren Freunde, die uns halt vor allen Dingen in die Sowjetunion eingeladen haben. Ich habe im Ostblock ziemlich viel gesehen durch die Tätigkeit meiner Mutter, die halt in der Energieversorgung tätig, musste viel reisen berufsbedingt, hat mich immer dann mitgenommen, wenn es ging, und so ist die Leidenschaft vom Reisen entstanden. Und wenn man dann mal vor Ort mit den Leuten zusammensitzt und plötzlich Geschichten zu hören bekommt, die man zu Hause eben so nie gehört oder in der Schule nie vermittelt bekommen hat, dann wächst natürlich das Interesse daran, die Dinge zu erkunden, die man also bis dahin noch nicht verstanden oder noch nicht damit in Berührung gekommen ist. Und das war der Grund, warum ich angefangen habe, viel zu lesen, natürlich mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Nach der Wende war das natürlich um vieles einfacher. Und dann beginnt auch die Zeit der großen Reisen weltweit. Das ging halt die ersten Jahre vor allen Dingen in Europa, dann ab 1993 halt auch auf andere Kontinente, also vor allen Dingen nach Südostasien, aber auch nach Mittel- und Südamerika. Und so hat sich das entwickelt. Und es ist immer so, wenn man mal mit diesen Themen angefangen hat, den Einstieg hatte ich damals über die Bücher von Erich von Däniken. Die habe ich übrigens als Jugendlicher nicht auf Deutsch gelesen, weil, wie gesagt, zu DDR-Zeiten gab es die nicht. Jedenfalls nicht in der DDR, aber in der Sowjetunion damals auf Russisch. Da habe ich sie mir für 15 Kopeken das Stück kaufen können. Und da habe ich es halt auf Russisch gelesen. War interessant und entsprechend spannend. Das war sozusagen der Einstieg in die Grenzwissenschaft. Ja. Historisches Interesse, hatte ich ja erwähnt, war schon immer da. Und so kam dann eins zum anderen und dann eben die Erfahrungen, die halt ich selbst eben mit Themen gemacht habe, wie den Palmblatt-Bibliotheken vor Ort, wo ich dann auch wirklich festgestellt habe, da gibt es Dinge, die sind größer als das, was man so im Alltag zu sehen und zu hören bekommt. Und diese Faszination, die ist bis heute geblieben. Wenn man mal damit angefangen hat, ich denke, das weißt du auch selber, oder hast es in deiner Erfahrung selber gemacht, wenn man mal damit angefangen hat, es gehen immer wieder neue Türen auf und man kann nicht mehr zurück. Also es geht immer wieder weiter. Ja, ganz genau. Also da kann ich dich nur bestätigen. Unser Thema heute ist die Bundeslade. Das ursprüngliche Heiligtum der Bundeslade, das Tabernakel, wurde von Moses auf Befehl Gottes errichtet. Der Zweck der Bundeslade war es, eine physische Präsenz von Gott, Gottes Gegenwart auf Erden zu schaffen. Darin befand sich die Gesetzestafel, die das Gesetz Gottes enthielt. Die Bundeslade war auch ein Symbol für das Bündnis zwischen Gott und seinem Volk. In der Bibel wird auch der Inhalt der Bundeslade erwähnt. Es ist ja eigentlich ein Mysterium, was drin war, und das Ganze hat zu einer Zeit gespielt, das war noch vor Jesus Christus. Thomas,
kannst du unseren Zuschauern ein wenig die Basis von der Bundeslade erklären? Das ist ja heute unser Thema. Was ist die Bundeslade eigentlich? Zunächst ist es ein Gegenstand, der in altjüdischen Überlieferungen natürlich beschrieben wird. Es war ja das höchste Heiligtum, das hattest du schon erwähnt, des Judentums. Was heißt war? Das ist es nach wie vor, ja. Und auch in der Bibel nimmt die Bundeslade im Alten Testament zumindest einen sehr großen Raum ein. Und ich glaube, es gibt im gesamten biblischen Kontext, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, jetzt keinen Gegenstand, der ausführlicher beschrieben wird als die Bundeslade. Es ist eigentlich eine Bauanleitung, die überliefert wird und die eben nicht von irgendwem gegeben wird, sondern von dieser Wesenheit JHWH, ja, also diesem jüdischen Schöpfergott, selbst direkt an Mose übermittelt, mit dem Auftrag, eben diesen Kasten, so wird es ja benannt, aus Akazienholz zu fertigen. Der soll aber ganz mit Gold überzogen sein. An bestimmten Stellen wurden Trageringe angebracht, um wiederum goldene, komplett massiv goldene Tragestangen zu benutzen, damit dieses ganze Gerät auch beweglich war. Und ich denke, das umstrittenste Geheimnis der Bundeslade nebst dem Inhalt ist der Deckel. Ja, der soll ja aus purem Gold gewesen sein, so jedenfalls diese Fertigungsanleitung. Und er soll einige Abbilder, manche, der gute Dr. Luther hat es mit Gnadenthronen übersetzt, andere sagen wieder Cherubim, also das sollten Abbilder von Wesenheiten sein, geflügelten Wesenheiten, so ist es beschrieben im Alten Testament und auch im Judentum, und die sollten einander anschauen, und die sollen, diese beiden Cherubim sollen also diese, die Basis gebildet haben, damit sich diese Gegenwart Gottes, diese Shechina, so wie sie im Judentum genannt wird, manifestieren konnte. Die Bundeslade, hattest du genau richtig gesagt, ein Symbol großer Macht. Da durfte nicht jeder ran. Ja, also in der Bibel ist es auch beschrieben, dass die Bundeslade, als sie transportiert wird, mal in eine Notsituation kommt. Also der Wagen droht umzukippen und einer der Begleiter des Transportes, der also diese Notlage erkennt, will den Wagen stützen, greift nach der Bundeslade, und das erzürnte dieses Schöpferwesen JHWH derartig, dass er auf der Stelle vom Blitz erschlagen wurde. Ja, also er wurde halt getötet, und ob das nun von der Bundeslade kam oder ob das göttliches Eingreifen ist, das ist natürlich wieder entsprechend umstritten. Aber der Umgang mit diesem Gerät war nicht ganz einfach. Überliefert sind die Abmaße, also heute wird angenommen, dass die Bundeslade Abmaße von etwa 130 Zentimetern in der Länge und sowohl 80 Zentimetern in der Breite und Höhe hatte. Der Inhalt, hattest du auch schon erwähnt, ist natürlich nicht ausführlich dargestellt in der Bibel. Sicher ist, dass die Gesetzestafeln, also diese steinernen Tafeln, die Moses auf dem Berg Sinai direkt von JHWH sozusagen diktiert bekam, dass die den Inhalt der Lade bilden. Es heißt auch, der Aaronsstab, also jedes geheimnisvolle Gerät, dass der Aaron sowohl in der Schlacht einsetzen konnte, um seine Feinde zu vernichten, als auch mit dem er Wasser aus dem Boden schlagen konnte, also eine Art Kombinationsgerät, das soll dort ebenfalls transportiert worden sein. Ich denke, das macht die Faszination der Lade aus. Beschrieben ist sie natürlich vor allen Dingen in jüdischen, aber auch in biblischen Quellen, und irgendwann verliert sich natürlich die Spur dieses Gerätes im Dunkel der Geschichte. Archäologische Beweise in direkter Form gibt es so nicht. Das Thema Äthiopien, da kommen wir sicherlich noch drauf, auf diese Sache, auf die spezielle Verehrung, die Lade dort genießt. Aber vielleicht sollten wir hier auch Japan auch erwähnen, ja, und vielleicht den Namen Ron Wyatt, wo wir dann dazu kommen werden. Aber ich glaube, da war noch etwas drin, was du nicht erwähnt hast, Manna. Ja. Und hier Manna, lass uns das noch einfügen, ist eine Art Mehl, mit der man eine Art Kuchen herstellen kann, der einen süßlichen Geschmack hat. Und soweit ich die Informationen habe, Manna wurde immer wieder nach und nach produziert. Es wurde nie erreicht, dass, wenn dieser Behälter mit Manna in der Bundeslade war, dass er endete. Haben wir hier irgendwie einen Link zu etwas, was wir Alchemie nennen könnten?
Das könnte man durchaus so übersetzen. Es gibt ja, sagen wir mal, von populärwissenschaftlicher Seite her auch Versuche, das Ganze zu erklären. Da wird dann eben das Ganze als eine Art Hochtechnologie oder gegebenenfalls außerirdische Technologie eingestuft. Dass es eben darum ging, dass eben in der Bundeslade auch diese Manna-Maschine aufbewahrt wurde, wie sie ja in etlichen Büchern auch eine Rolle spielt. Waren die Gebrüder Feedback, die das schon vor geraumer Zeit, also 80er, 90er Jahre schon, mit in die Diskussion eingebracht haben. Und das Manna spielt tatsächlich im Judentum eine große Rolle. Es war bei diesem 40-jährigen Zug durch die Wüste, war sozusagen die Notfallverpflegung, war der Proviant, der immer da war, wenn alle anderen Ressourcen versagten. Ja. Ganz genau. Das war der Grund, warum ich darauf eingegangen bin, weil die sind ja in die Wüste gegangen, 40 Jahre. Wie kann man da überleben? Ja, also da muss das schon irgendwie, wenn man dann Manna in der Bundeslade hat, wo kommt das her? Da muss ja irgendwie ein chemischer Prozess zustande kommen. Du hast angesprochen, dass möglicherweise Jahwe oder die Gottheit nicht die Gottheit ist, die alles, was existiert, erschaffen hat. Hier lass uns doch bitte mal erwähnen, dass wenn wir über Gottheiten reden, wir eigentlich nur über höhere Wesen reden, die höher sind als wir selbst. Das könnten ganz eindeutig Außerirdische sein oder nicht physisch existierende Wesen. Und hier, glaube ich, haben wir einen guten Einstieg, über die Geheimnisse der Bundeslade ein bisschen weiter zu diskutieren. Außerirdische. Glaubst du, dass wir hier es mit Außerirdischen zu tun haben, die die Welt von einem Standpunkt nicht von dieser Welt aus konstruieren wollten oder eine Richtung der Entwicklung geben wollten? Also ein Was solches glaubst Sinn. du? Ja, ein solches Szenario ist durchaus plausibel. Interessant ist ja in dem Zusammenhang, dass dieses Wesen, JHWH, ich bevorzuge ja nur diese jüdische Beschreibweise, weil im Judentum, man muss sagen, die Sprache ist ja eine Konsonantensprache. Ja? Also alles, was in der Tora geschrieben ist, ist ja ein Konsonanten. Die Vokalisierung, also das Ausformulieren, erfolgt ja erst beim Lesen durch den Rabbi oder durch den Priester. Deswegen wissen wir ja nicht genau, wie dieses Wesen JHWH da eigentlich hieß. Und es war im 13. Jahrhundert, als der jüdische Gelehrte Abraham Abulafia 40 Bücher mit Ableitungen von diesem Namen JHWH gefüllt hat, also 40 Bücher geschrieben hat, nur mit Ableitungen aus diesem Namen, um den einzig wahren Namen Gottes zu finden. Der spielt im Zusammenhang mit der Bundeslade ja auch eine große Rolle, weil nur der Hohepriester, also derjenige, auch der Einzige war, der die Lade von Angesicht sehen durfte, auch nur einmal im Jahr zum Purimfest, dann durfte er die Lade sehen, durfte dort opfern, also da wurde ein Blutopfer der Lade gebracht und dann nannte er im Angesicht der Lade den wahren Namen Gottes. Ja, also heute würde man sagen, er hat das Passwort eingegeben. Ja? Das deutet schon auf so eine technische Geschichte hin. Ja? Da ist es natürlich verführerisch zu sagen, ja, natürlich Außerirdische. Gut, das ist aber aus meiner Sicht die physische Erklärung. Möglicherweise sind es, was du auch angesprochen hast, höherdimensionale Wesen, die natürlich Interessen haben, die natürlich hier auf die Menschheit einwirkten und möglicherweise noch einwirken. Und dort sind wir wieder bei dieser Eifersucht dieses JHWH. Er sagt ja von sich selber, ich bin ein gar eifersüchtiger Gott. Ja, und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja, wenn es keine anderen Götter gibt, wenn er das einzige Schöpferwesen wäre, dann wäre dieser Satz vollkommen unsinnig und auch überflüssig, weil dann Ganz müsste er das genau. nicht betonen, wie einzigartig er ist. Gibt es aber sozusagen Konkurrenz, ja, dann ist es natürlich wichtig, dass er sagt, also ich bin der Einzige und die anderen lässt du gefälligst hier außen vor, und nur mir dienst du und nur mich betest du jetzt an. Das deutet natürlich darauf hin, dass es eben nicht der Allvater, so würde ich es mal übersetzen, also der grundgütige und vollkommen der Schöpfergott gewesen ist, sondern eben eine andere Wesenheit, die ganz konkrete Ziele und Pläne verfolgte. Ich schicke also nicht ein ganzes Volk umsonst 40 Jahre durch die Wüste, ja, sozusagen im Kreis. Lass sie dort einfach rumlaufen. Das mache ich nur, wenn ich mit denen was vorhab, wenn ich aus, sagen wir mal, einer Gruppe von Menschen ein bestimmtes Volk oder bestimmte Gemeinschaft, würde ich so sagen, formen will. Dann mache ich sowas. Ja. Wenn ich aber sowas formen will, dann habe ich damit entsprechende
habe ich Pläne, ja, dann habe ich entsprechende Ideen und die will ich umsetzen. Und das deutet darauf hin, dass jetzt wie auch immer geartete intelligente Wesenheiten hinter dieser Geschichte mit der Bundeslade und den anderen, Bundeslade ist ja nur ein Phänomen, was wir in den jüdischen Schriften haben, wenn wir die Gegenwart des Herrn, wie sie Henoch beschreibt, zum Beispiel sehen, wozu diese große Frage, die ja auch immer wieder sozusagen in der populärwissenschaftlichen Forschung aufgeworfen wird, wozu braucht Gott ein Flugzeug? Wozu braucht er ein Fluggerät? Warum ist er eigentlich einfach da? Sondern warum kommt er da mit Lärm und ja, die Alten haben es als Trompetenschall bezeichnet, Staub und Feuer spielen eine große Rolle. Ja, warum kommt er denn so? Ja, warum muss er denn Eindruck schinden, wenn er doch eigentlich alles geschaffen hat? Ja, wenn er doch eigentlich das Wesen ist, aus dem wir alle hervorgegangen sind. Das beißt sich irgendwo, das passt halt nicht. Und deswegen eben die Idee, dass es eben schon aus unserer Sicht höher stehende Wesen sind, aber eben die uns wohl doch ähnlicher sind als sozusagen dem eigentlichen Schöpfer, ja? Die also uns näher sind als sozusagen dieser göttlichen Ebene, so könnte man das sagen, ja? Und das bringt natürlich das Thema Außerirdische, ist durchaus plausibel, können aber Wesen auch aus anderen Dimensionen sein. Wenn wir als Vergleich einfach mal die Überlieferungen des alten Irland nehmen. Die Tuatha Dé Nann, also die ersten wirklich bekannten Herrscher des alten Irland, denen ja auch so magische Eigenschaften zugeschrieben werden, die kamen ja auch auf fliegenden Schiffen, in Rauch gehüllt, ehe sie dann Irland erobert haben. Die wurden dann wieder verdrängt von anderen Eroberern, aber auch die hatten diese magischen Eigenschaften. Also ich denke, entweder sind das Erinnerungen an einen vorangegangenes Weltzeitalter, das sind wir halt wieder im Thema des alten Indien, weil dort wird ja in Yugas gerechnet, dort wir sind bei den Maya, die halt in Sonnen, also in Weltzeitaltern rechnen. Entweder waren das Überlebende einer solchen vorzeitlichen Hochkultur, die dort versuchten, sozusagen ihre Technik und ihr Wissen, das sie hatten, zu erhalten und möglicherweise weiterzugeben oder in ihrem Sinne einzusetzen, ja, um sozusagen eine Weiterführung ihrer Kultur zu ermöglichen. Das würde ich als durchaus plausibel sehen. Oder aber es waren Wesen aus anderen Dimensionen, beziehungsweise sogar hier aus dem Weltall von anderen Planeten, die ja eingegriffen haben. Die große Frage ist natürlich bei dem Thema Außerirdische, die ist auch öfters gestellt worden, wenn sie denn mal da waren, die alten Götter, warum sind sie denn gegangen? Und sie haben ja immer gesagt, sie kommen wieder und wenn sie wiederkommen wollten, warum sind sie noch nicht da? Ne? Das ist halt dieses große sind Thema. Aber sie wirklich gegangen? Das wollte sind ich jetzt gerade sagen. Das ist die große Frage. Sind sie denn wirklich fort? Ja, sind sie wirklich fort? Oder sind sie nicht noch unter uns? Ich tendiere zu der Aussage, sie sind nach wie vor noch unter uns. Mit anderen Formen, mit anderen Zielsetzungen vielleicht aktuell, aber sie sind nach wie vor unter uns. In manchen Kulturen in Südostasien ist das gang und gäbe. Also in Thailand zum Beispiel, da werden eben diese Nagas, diese reptiloiden Schlangenwesen, die werden halt als eben parallele Zivilisation behandelt, entsprechend verehrt. Wer mal so ich sage jetzt mal so neudeutsch, im Real Life mal eine UFO-Sichtung haben will, der sollte zum Vollmondfest Oktober, November, es ist das erste Vollmondfest nach der Regenzeit, nach Nong Khai gehen in Nordthailand. Aus dem Mekong steigen da sehr seltsame Leuchterscheinungen auf. Ja? Das ist bis heute nicht geklärt, aber das sind so typische UFO-Scheinungen. Es gibt mehr und mehr UFO-Sichtungen um den Globus herum. Wenn man zum Beispiel hier in Mexiko den Popocatapetl, den aktiven Vulkan, im Puebla sieht, da tauchen Objekte in den Vulkan ein. Es können keine Meteoriten sein oder etwas, weil die machen eine Drehung bei dem Anflug und dann tauchen sie in den Vulkan ein, in den aktiven Vulkan. Noch ein, zwei Stunden kommen die da wieder raus. Menschen mit unserer Technik heute können das nicht. Aber auch wenn man sieht, wie die anfliegen und eintauchen, wir haben nicht die Technik. Wer ist es, wenn nicht Außerirdische? Ja, also da gibt es bis heute so viele Sichtungen, so viele geschriebene Geschichten oder lass uns sagen, nicht Geschichten, Aufzeichnungen aus der Vergangenheit, die eigentlich nur das zulassen, dass wir über Wesenheiten sprechen, die weiterentwickelt sind, technisch, als wir selbst. Thomas, lass uns doch noch mal ein bisschen zurückgeben. Wir haben ja jetzt die Basis gelegt, was war eigentlich in der Bundeslade enthalten. Aber
Sie ist ja nicht vergessen worden. Was hat sie an Geheimnissen oder mystischen Sachen für uns in den Schriften hinterlassen? Was macht sie für uns so außergewöhnlich? Ich würde das so sehen, dass es eben gerade die Eigenschaft ist, mit dieser Lade oder durch diese Lade einen direkten heißen Draht in eben dieser höheren Welten herzustellen, um es mal so salopp zu sagen, ja. Also eine direkte Verbindung zu einer wie auch immer gearteten Wesenheit aufzubauen, wenn man eben das Passwort kennt. Ich denke, das ist eine Faszination, die die Lade ausübt, denn damit verleiht sie auch entsprechende Macht, ja. Und dass sie sich selber auch zu schützen wusste, wird ja auch an dieser ganzen Geschichte mit den Babyloniern in der Bibel sichtbar. Die hatten ja das jüdische Reich überrannt, hatten die Juden dann praktisch in die babylonische Gefangenschaft geführt. Geh darauf ein wenig. Ja, und zwar war es ja so, dass, fangen wir einfach mal im Anfang an, als Moses die Lade gebaut hatte und sie dann sozusagen in Benutzung war, wurde sie in einer besonderen Behausung aufbewahrt, also in dem Stiftszelt. Das war also ein mobiles Zeltbau, könnte man sich so vorstellen, wie eine Jurte in der Mongolei oder ein Tipi in Nordamerika. Also auf jeden Fall eine mobile Konstruktion, ein mobiler Tempel, der diese Lade beherbergte. Na, also nicht dieser Tempel war wichtig, der war nur sozusagen das Haus eben für diese Lade, sondern die Lade war eben das zentrale Heiligtum. Als die Juden sich dann im Heiligen Land niedergelassen haben, dann haben sie natürlich für ihr Heiligtum einen riesigen Tempel errichtet. Die Überreste sieht man heute übrigens noch in Jerusalem, ne? Die Tempelmauer ist ja sprichwörtlich. Allerdings ist die nicht vom ersten Tempel, sondern vom zweiten. Das ist auch interessant, weil der erste Tempel wurde von den Babyloniern zerstört und die Bundeslade wurde genauso wie die Juden verschleppt, ne? Von den Siegern. Die haben einfach geplündert und haben das, was sie gefunden haben, im Tempel mitgenommen. Wir reden hier über Salomons Tempel. Ja, das war der Tempel des Königs Salomo, der dort errichtet worden ist. Und nach der Zerstörung des Salomonischen Tempels wurde ja ein zweiter Tempel errichtet. Den haben natürlich dann im Jahr 70 die Römer zerstört. Das Besondere an dem zweiten Tempel war, dass die jüdische Priesterschaft, die sogenannten Kohen, Lehren aus sozusagen Entführung der Bundeslade und auch des Tempelsgeschirr, weil es gehörte ja mehr zum Tempelgeschirr als nur die Lade. Es gehörte ja auch der Tisch der Schaubrote unter anderem dazu, es gehörte dieser siebenarmige Leuchter, die Menora dazu und noch einige andere Ausstattung, die sozusagen für die Rituale, die zu Ehren des JHWH ausgeführt wurden, eben notwendig waren. Und die waren von den Babyloniern geplündert worden, ebenso wie die Bundeslade, aber die Lade brachte den Babyloniern Unglück. Ja, also sie brachte ihnen Krankheiten, sie brachte ihnen Zerstörung, sie brachte ihnen Zerfall des Reiches, sodass die sich dann entschieden haben, diese Lade wieder zurückzugeben. Und der Tempel, in dem sie einst gestanden hatte, der war natürlich zerstört nach der Eroberung von Jerusalem. Und es ging darum, einen zweiten Tempel zu errichten. Und dort haben sich 2.000 bis 3.000 Kohen-Priester zu Bauarbeitern und Handwerkern ausbilden lassen. Und sie haben allein, ohne Unterstützung sozusagen des einfachen Volkes und ohne Unterstützung diesen beiden Tempel gebaut. Und jüdische Überlieferungen besagen, das geschah mit der Absicht, dort Verstecke zu schaffen, dass die Lade im Fall einer Wiedereroberung Jerusalems durch seine Feinde diesmal nicht den Feinden in die Hände fällt. Und in der Tat, mit der Eroberung Jerusalems durch die Römer im Jahre 70 verschwindet die Lade aus der Geschichte. Komplett. Wir finden in Rom den Titusbogen, wer da schon mal am Kolosseum gestanden hat, der kennt den sicherlich. Dort ist dieser Triumphzug von Titus, der ja der Sieger über Jerusalem war, dargestellt. Wir finden im Triumphzug die Darstellungen der Menora, also dieses siebenarmigen Leuchters. Wir finden die Darstellung des Schautisches und es gibt Historiker, die sagen, da sei das Gesetz gezeigt worden. Nun, mancher meint ja, das könnte die Bundeslade gewesen sein, aber die Bundeslade war nicht das Gesetz. Die Bundeslade war das Symbol des Bundes. Das Gesetz waren ursprünglich mal die steinernen Tafeln, aber eigentlich die Tora, also das Wort Gottes, was aufgeschrieben wurde. Deswegen nimmt man an, es ist eine Tora gewesen, die dort ebenfalls im Triumphzug präsentiert wurde, aber eben nicht die Lade.
die war von den Römern offensichtlich nicht entdeckt worden. Die hatte man in Sicherheit gebracht und die war damals offensichtlich noch in Jerusalem. Und das heizt natürlich auch die ganzen Spekulationen an, denn man stelle sich vor, jemand, der sagt, ich habe so gewisse Ambitionen, ob der nun Alexander der Große ist oder ob das Cäsar ist oder ob das jemand aus der jüngeren oder Vergangenheit oder der aktuellen Situation ist, und der sagt, ich komme in den Besitz eines solchen Gerätes. Und ich kann mich dann mit Mächten verbünden, das hatten wir ja vorhin gerade, die weiter fortgeschritten sind als wir, die meinetwegen über Fluggeräte verfügen, denen wir gar nichts entgegenzusetzen haben, die eine Technik haben, die auf uns wirkt wie Magie. Aber jetzt vergleichen wir doch einfach mal ein Keyless Card System in unseren heutigen Autos, ein Funktelefon oder einfach nur ein Gewehr. Wie würde das auf Menschen des Mittelalters oder vielleicht sogar der Antike wirken? Wir wären Zauberer, wir wären Magier, wir wären Götter. Genau. Wir sind scheinbar jung, also jemand, der hier bei uns das 50. Lebensjahr erreicht hat, sich einigermaßen fit gehalten hat mit Sport, der ist fitter dort meinetwegen als vielleicht ein 20- oder 30-Jähriger. Ja, die Lebensspanne, die wir erreichen, die ist im wahrsten Sinne des Wortes für die damaligen Leute biblisch gewesen. Ja, sie können sich das nicht vorstellen. Und da ist dieser Satz, dass jede nur weit entwickelte Technik von Magie nicht mehr zu unterscheiden ist, der ist dort zutreffend. Und uns geht es genauso mit diesen alten Überlieferungen, diese Wunder, diese Magie, die die Bundeslade und auch die anderen Requisiten oder Artefakte des Alten Testaments und der jüdischen Schriften umgibt, das deutet wirklich darauf hin, es sind keine Wunder, es ist nichts Göttliches, aber ist es eine Technologie, die wir nicht verstehen. Und dort Ich würde sagen, Magie ist eigentlich ein anderes Wort für Technik, die wir nicht verstehen, oder Vorgänge, die wir nicht verstehen. Wenn wir nochmal ein bisschen zurückgehen zu der Bundeslade. Was war eigentlich mit der passiert? Man hat sie ja rumgetragen. Man musste bestimmte Kleidung tragen, anscheinend, um sich zu schützen, wenn man dieser Bundeslade näher kam. Kannst du darauf ein bisschen eingehen? Ja, richtig. Selbst als er transportiert wurde, war sie ja verhüllt. Die Stiftshütte, in der sie stand, also dieses Zelt, dieser mobile Tempel, war abgeschieden vom Lager des übrigen jüdischen Volkes. Eigentlich hat die Bundeslade, muss man sagen, ein relativ einsames Dasein gefristet, Zeit ihrer Existenz, weil eben nur ganz wenigen auserwählten Angehörigen der jüdischen Priesterschaft, also dem Hohepriester, es überhaupt erlaubt war, die Lade von Angesicht zu Angesicht zu sehen, ihr also sozusagen entgegenzutreten. Und das, ich hatte es vorhin ja schon erwähnt, auch nur einmal im Jahr, und zwar zum Anlass des Purimfestes. Und dann wurde dort ein Opfer gebracht und eben der Kontakt mit dieser Shechina, also der Gegenwart des Herrn, durch das richtige Aussprechen, also des wahren Namen dieses Wesens hergestellt. Und man erneuerte sozusagen einmal im Jahr den Kontakt und damit auch den Bund. Ja, das ist eigentlich das, was für die die Funktion der Bundeslade war. Diese Kontaktaufnahme war aber offensichtlich nicht ganz ungefährlich. Du hattest erwähnt, dass die Hohepriester eine spezielle Bekleidung tragen mussten. Das ist in der Tat auch sehr gut beschrieben in der Bibel. Das waren also wirklich schwere Kleider, die auch Metall durchwirkt waren. Die hatten Glöckchen aus Silber an ihren Besätzen. Das heißt, also, es gab auch immer eine gewisse Geräuschentwicklung. Dort diese Schutzbekleidung hat sich sozusagen im Katholizismus sogar noch erhalten. Also dieser Schutz, dieser Spitzenschutz des Priesters, ja, das ist so ein Überrest davon. Ja. Ich glaube, es war eine Brustplatte aus Gold. Ja, auch die gehört noch mit dazu. Es waren mit bestimmten Einsätzen, die getragen werden musste. Das gehörte dazu. Also es war wirklich eine spezielle Kleidung, aber die Stoffe sozusagen waren eben auch mit Metall nochmal durchwirkt. Also wir können schon sagen, es war eine Art Schutzbekleidung. Und das Bemerkenswerte, der Hohepriester trug während der Verrichtungen im Allerheiligsten sogar eine Fußfessel. Aus Silber mit einer silbernen Kette, die in den Vorraum dieses Allerheiligsten reichte. Das war ja abgetrennt nochmal mit einem Vorhang. Und im Vorraum warteten dann zwei weitere Priester, wenn die Glöckchen klingen hörten, die sich dort am Saum der Gewänder des Hohepriesters befanden. Solange da alles in Ordnung war, brauchten sie nichts machen. Aber wenn da plötzlich die Laute verstummten oder wenn sie gar hörten, dass jemand zu Boden fiel, dann war ihre Aufgabe, den Hohepriester mit Hilfe dieser silbernen Kette möglichst schnell aus dem Allerheiligsten herauszuziehen.
Also schon sehr, ich würde sagen, große Sicherheitsvorkehrungen, die nur wenige Male genutzt wurden, aber dann war der Betreffende meistens schon tot. Also der Kontakt mit der Tschetschenia ist nicht von ohne. Man sagt ja, dass die Bundesladung Strahlung abgab. Wir haben auch eine Situation, man weiß im Grunde genommen nicht, wo sie sich heute befindet. Es gibt einen Platz in Äthiopien, in Afrika, die sagen, wir haben die Bundeslade und die Priester, die die Bundeslade dort beschützen, lass uns das mal so sagen, seltsamerweise werden die nicht alt. Sie sterben früh und erblinden. Wenn man fragt, warum ist denn das so? Ja, wegen Strahlung von der Bundeslade, die sie angeblich haben. Man könnte das natürlich in Zweifel ziehen, könnte sagen, nee, die haben das nicht. Es ist, sie behaupten ja, sie haben zwei. Eine, die sie notfalls zeigen, obwohl sie das fast nie machen. Sie hatten das mal im 16. Jahrhundert gemacht. Zwei Priester, die wollten unbedingt die Bundeslade sehen. Man hat es ihnen verweigert. Nachher hat man denen gesagt, ja, okay, ihr könnt sie sehen. Und man hat einfach nur einen kleinen Kasten ihnen gezeigt mit zwei Tablets drin, die daumendick waren, aber die überhaupt nicht zu der Beschreibung gepasst haben. Die Priester sind natürlich wieder zurückgegangen, haben gesagt, das ist nicht die Bundeslade. Aber welcher seltsame Zusammenhang, dass die Priester wegen der Strahlung der Bundeslade erblinden in frühen Jahren. Könnte es nicht da eine Verbindung geben, dass wirklich diese Bundeslade in dieser, lass mich sagen, Kapelle in Äthiopien wirklich existiert? Oder ist es vielleicht eine andere Bundeslade? Ist es vielleicht nicht die einzigste, die hergestellt worden ist? Das ist eine interessante These, der würde ich auch zustimmen. Also diese äthiopische Spur hat sich ja ergeben, weil die Königin von Saba ja mit dem König Salomo ein Liebesverhältnis gehabt haben soll. Da soll auch ein Sohn entstanden sein. Und der so die Überlieferung aus der äthiopischen, aus dem äthiopischen Kebra Negest, also diesem heiligen Buch Äthiopiens, der soll ja die Bundeslade sozusagen aus Jerusalem entwendet haben und hätte sie dann in sein eigenes Land gebracht, eben nach Äthiopien und dort in Aksum. Ja, in einer dieser Kapellen sollte sie heute noch aufbewahrt werden. Das mit den Priestern, das ist tatsächlich ein Phänomen, wobei ich dort nicht vorschnell auf radioaktive Strahlung tippen würde. Es gibt auch andere ionisierende Strahlungen, ja, also im optischen und auch im elektrischen Bereich, die ähnliche Wirkung haben können. Aber auf jeden Fall sind wir auch dort wieder auf einer Spur, dass das eben was etwas durchaus Technisches sein könnte. Und ich würde aber eben auch darauf tippen, dass es zwei Laden gibt, weil unabhängig von dieser Geschichte, die du erwähnt hast, mit diesen beiden katholischen Priestern, die da sehr hartnäckig waren, hat es einen armenischen Reisenden und Forscher im Jahr 1868 gegeben, der diese Lade in eben dieser Kapelle unverhüllt gesehen hat. Also er hat nicht gerade so die ganz legalsten Mittel verwendet, das wollen wir mal so stehen lassen, aber er hat es jedenfalls geschafft und er hat es beschreiben können, was er dort gesehen hat. Und der sagte, diese Lade sei nicht die in der Bibel beschriebene, aber sie sei auch ein Wunderwerk. Sie würde allerdings aus Indien stammen, weil das könne man an den Inschriften lesen, die auf dieser Lade geschrieben stehen. Aber sie hätte im Wesentlichen ähnliche Eigenschaften wie das biblische Gegenstück. Also können wir wirklich schon sagen, die Äthiopier besitzen etwas in der Art. Du hattest ja vorhin Japan angesprochen, das ist auch so ein Mysterium, geht in noch eine andere Richtung. Die Hinterlassenschaften der himmlischen Mutter Amaterasu, die eben auch nur von einem Priester behütet werden, von diesem magischen Spiegel, der die Ferne und die Zukunft zeigen soll, erinnert mich so ein bisschen an die Gegenstücke der Azteken. Ja, Montezuma hatte ja auch diesen bewussten Spiegel, der die Spanier zeigte und auch die Zukunft seines Reiches. Solche Sachen, die sind auf unserem Planeten offensichtlich an verschiedenen Stellen verteilt. Und wie man es jetzt im Einzelnen nennt, sie haben offensichtlich einen gemeinsamen Ursprung. Ja, ganz eindeutig. Also wo du nochmal nach Mexiko einen Vergleich gezogen hast, da gibt es ja noch Quetzalcoatl. Und seltsamerweise wird Quetzalcoatl gesagt, er war eine blonde Person. Und wie kann es sein, hier in dieser Kultur eine blonde Kultur, eine blonde Person? Und er wird immer dargestellt auf einem
ja, ich möchte nicht sagen Flugzeug, weil das ist ein gelabelter Begriff, man hat eine Vorstellung, aber in einem fliegenden Objekt wird er immer wieder dargestellt. Und zu der Zeit ist doch seltsam, die Pyramiden, viele Pyramiden hier in Mexiko wurden einfach wieder benutzt. Sie waren von einer Kultur, die viel weiter zurückliegt, und die wurden dann von den Azteken und von den Mayas einfach wieder benutzt und nicht selbst gebaut. Wenn wir zu Teotihuacan gehen, die Sonne- und Mondpyramide, die wird geschätzt, dass sie ungefähr 7500 Jahre alt war. Und da waren nicht die Azteken hier und da waren auch nicht die Mayas hier. Sie haben die natürlich benutzt. Und wir finden immer so eine Verbindung zu etwas, was möglicherweise viel weiter entwickelt war als zu der Zeit die menschliche Rasse. Weil die haben Sachen vollbracht, konstruiert, die unmöglich waren. Wenn man zum Beispiel in Teotihuacan vor der Pyramide steht, dann ist man wie weggeblasen. Man kann sich nicht vorstellen, dass ein angeblich primitives Volk das aufgebaut haben sollte. Aber das ist nicht unser Thema. Lass uns noch ein bisschen zurückgehen und über die Bundeslade reden. Man kennt ja diese Abbildungen von Indiana Jones Filmen, dass die Bundeslade vorgeführt worden ist und drumherum die Leute oder Angreifer von Blitzen, die aus der Bundeslade kamen, niedergestreckt worden sind. Ist das nur filmische Interpretation oder gibt es dazu irgendwelche schriftlichen Sachen, die daran herangezogen worden sind für diese Idee im Film? Also meines Erachtens nach sind es also Beschreibungen aus dem Alten Testament, aber eben auch aus jüdischen Überlieferungen, die eben davon sprechen, dass die Bundeslade auch eine Art Waffe sein konnte, ja, wenn es eben dieses Wesen JHWH denn wollte oder sie so einsetzte, und dass die Bundeslade in dem Sinne auch gegen die Feinde Judas eingesetzt worden ist. Ja. Und das ist dann natürlich in einem anderen Kontext in den entsprechenden Erzählungen, in Filmen auch verwertet worden, aber das basiert auf diesen Überlieferungen. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, speziell Thema Bundeslade, aber da sind wir wieder bei der Geschichte, dass es solche Verbindungen gibt. Du hast das alte Mexiko erwähnt und diese Bauwerke, die viel älter sind als sozusagen die Zivilisation der Maya oder der Azteken, ja, dass es also nur eine Wiedernutzung war. Und wenn wir eben dann auch Quetzalcoatl sehen, die gefiederte Federschlange, der konnte halt fliegen, ja, und haben dann Überlieferungen aus Südostasien, also gerade aus Indien, aber auch aus dem Bereich von Tibet und von der inneren Mongolei, wo es eben um Flugmaschinen geht, die man dort als die Vimanas bezeichnet hat und die jetzt also keine Fantasieprodukte sind, sondern wo es direkt Bücher gibt, unter anderem das Vaimanika Shastra, da werden über 100 solcher Flugwagen oder solche Flugmaschinen beschrieben, etliche sogar sehr im Detail, weil die zur Zeit des Verfassers, also der dieses Buch geschrieben hat, das Rishi Bharadwaja, eben noch in Gebrauch gewesen sind. Und dort haben wir auch das Thema, dass eine kleine Elite offensichtlich über ein unglaubliches Wissen und eine unglaubliche Technik verfügte. Und das erklärt man meinetwegen in Südostasien damit, dass das eben auf eine vorangegangene Welt, ein vorangegangenes Yuga, also ein anderes Zeitalter, zurückzuführen ist. Und diese andere Welt ist halt vergangen. Und was da noch übrig war, das war sozusagen die Erinnerung an diese Vorzeit, und die wurde von eben einer kleinen Elite verwaltet und genutzt, bis dann eben letztlich die Ressourcen aufgebraucht gewesen sind und die Geräte entweder nicht mehr funktionierten oder nicht mehr gewartet werden konnten. Manches vielleicht bis heute noch in Gebrauch ist und sich auch ein Teil dieser, ich sag mal, Elite zurückgezogen hat in bestimmte Refugien. Da sind wir bei dem Thema der Vulkane, da sind wir auf dem Salomon bei diesen unterseeischen und auch unterirdischen Basen, da sind wir bei solchen Beschreibungen wie Shambhala oder Agartha im Himalaya. Dort sehen wir also auch, sie waren nie weg, ne? sie sind da. Da verbleibt der Bundeslade, wenn wir zu dem Punkt jetzt zurückkommen. Sagen wir, okay, die äthiopische Spur ist mit Sicherheit interessant, da haben wir ein technisches Gerät, das ist noch da. Es wird nicht immer gezeigt und auch nicht gerade bei diesen Prozessionen, die man dort durchführt bei Axum, das sind sicherlich Repliken, die man dort zeigt, aber es ist da und es wird gehütet. Genauso wie eben vergleichbare Gegenstände jetzt meinetwegen in Japan. Die Frage ist aber, wo ist jetzt dieses biblische Gerät abgeblieben? Gibt es ist es zerstört worden? Also ich glaube, wenn es wirklich gefunden worden ist, dann hat natürlich der Staat das eingeheimst,
um irgendwie dadurch Vorteile zu sehen. Da fällt mir ein, eine Person, die in den 80er Jahren, ich glaube, es war 1986, eine Person mit dem Namen Ron Wyatt sich auf die Suche nach der Bundeslade gemacht hat und auch etwas gefunden hat. Und er hat es auch dokumentiert mit Bildern, und die man auch heute noch im Internet finden kann. Er hat angeblich den Ort gefunden, wo Jesus Christus ans Kreuz geschlagen worden ist. Aber Achtung, Bundeslade ist vor christlicher Zeit, also vor der Zeit von Jesus Christus. Und seltsamerweise unter diesem Platz durch eine göttliche Fügung hat er gegraben, lange Zeit, und hat eine Bundeslade gefunden, fotografiert. Auf dem Deckel drauf hat er getrocknetes Blut gefunden. Nach der Analyse dieses Blutes wurde festgestellt, dass dieses Blut immer noch am Leben war. Am Leben war. Und dass es nur 21 Chromosomen hat. Das Blut ist angeblich durch einen Spalt in Gestein nach unten getropft von dem Kreuz her und direkt auf die Bundeslade. Das Seltsame ist, er hat Fotos. Die Bundeslade wurde natürlich entfernt aus diesem Bereich. In der Bibel gibt es auch Hinweise dafür, dass hier sich etwas abgespielt hat, was vorausbestimmt worden ist. Es gibt Hinweise, dass angeblich Gott gesagt hat, dass Jesus ans Kreuz genagelt wird und dass sich an diesem Platz auch die Bundeslade befindet. Ganz vereinfacht dargestellt. Diese Person, Ron Wyatt, war ein tiefgläubiger Mensch, und er hat auch auf dem Berg Sinai gefunden etwas, was aussieht wie die Umrisse, wo Noahs Arche erbaut worden ist, oder Überreste auch gefunden. Und es wurde nicht unter der Decke gehalten. Es war in seiner Zeit, wo er noch am Leben war, ein großes Thema. Offiziell wurde Recherchen angestellt und. Wie siehst du das? Wie glaubwürdig ist das? Es ist nicht sehr weit, oder ist es zu weit hergeholt, dass gerade unter dem Platz, wo Jesus Christus ans Kreuz genagelt worden ist, dass da ein paar, ja, ich glaube, das waren 200 Jahre vorher, die Bundeslade versteckt worden ist, nachdem Salomons Tempel niedergebrannt worden ist. Was denkst du darüber? Das ist sicherlich eine plausible Möglichkeit, wenn man eben davon ausgeht. Und Mr. White war ja wirklich, wie du schon sagtest, ein sehr tiefgläubiger Mensch. Wenn man eben davon ausgeht, dass das Neue Testament sozusagen eine logische Fortsetzung der Beschreibungen aus der Tora oder aus dem Alten Testament ist, dass es also sozusagen vorhergesagt worden ist, dass dieser Erlöser kommt. Ja? Das Judentum damals hat es ja abgelehnt, und die Juden warten ja heute noch auf den Messias, ja, aber diese Prophezeiung zunächst, dass da ein Erlöser kommt, der von diesem Schöpferwesen von JHWH gesandt ist, diese Überlieferung, die existiert, die ist unumstritten. Nur umstritten ist halt im Judentum, ob es eben Jesus gewesen ist, der diese Erlöserrolle hatte. Aber gehen wir mal davon aus, er ist tatsächlich gewesen, er ist dieser Erlöser gewesen. Weil, wie gesagt, das ist eine Frage des Glaubens. Ja. Dann kann man natürlich sagen, okay, dann ist es tatsächlich auch so vorbestimmt gewesen, dass diese Ereignisse sich so abspielen, dass er eben verraten wird, dass er sterben muss am Kreuz, um wieder aufzuerstehen. Sozusagen, und dass dieses Wort oder diese Vorhersage es sich auch erfüllt, und möglicherweise spielte diese Lade dort eine Rolle, weil der Hinweis, dass das Blut da eben noch
sozusagen lebensfähig, weil die Zellen lebensfähig sind. Das ist auch so eine Geschichte, die man ja mit einem anderen Gegenstand assoziiert, dieses ewige Leben, ja, mit dem Heiligen Gral. Dort haben wir dieselbe Geschichte aus einer anderen Kultur, letztlich keltisch geprägt, der Kessel der Wiedergeburt. Aber auch dort ist es so ein bestimmter Gegenstand mit bestimmten Eigenschaften, erhält das Leben oder holt sozusagen Tote aus dem Jenseits zurück und verleiht ihnen sozusagen ein neues Leben. Das ist natürlich eine interessante Geschichte, wobei diese Geschichte man dort noch weiter führen kann. Es gibt tatsächlich, wenn man eben sagt, die Bundeslade und auch der Tempel existiert ja eigentlich nicht mehr, dann muss man fragen, warum gibt es im Judentum noch die Kohen? Die Kohen, muss man unterscheiden, sind etwas völlig anders als der jüdische Rabbi. Der Rabbi ist der Lehrer und in der Synagoge, das ist das Lehrhaus, unterrichtet er die Leute in der Lehre des Judentums, also im Glauben. Der Kohen ist ein Priester und der dient nur JHWH. Im Gegensatz zum christlichen Glauben ist es beim Gottesdienst im Judentum nicht üblich und auch nicht notwendig, dass die Gemeinde anwesend ist. Die Rituale werden ausschließlich für dieses Wesen JHWH bei den entsprechenden Anlässen vollzogen. Die Kohen haben eigentlich, seitdem der zweite Tempel 70 vor Christus von den Römern zerstört worden ist, Entschuldigung, nicht 70, sondern 70 nach Christus, im Jahr 70, das ist richtig, zerstört worden ist, haben die keine Aufgabe mehr. Der Tempel existiert nicht mehr, das Tempelgeschirr ist weg, die Lade ist weg. Trotzdem ist es bis heute in jüdischen Kreisen zum Beispiel ein ganz großes Ereignis, wenn ein Kohen bei einer traditionellen jüdischen Hochzeit anwesend ist und dem Brautpaar die Hände auflegt. Also einen größeren Segen kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also die haben nach wie vor in der jüdischen Gemeinschaft eine ganz große Bedeutung, weil wir bei dem Blut vorhin waren. Diese Kohen-Familien, 600 soll es weltweit geben und die heiraten auch nur untereinander. Die unterscheiden sich tatsächlich. In den 80er Jahren, passt auch wieder zu der Geschichte, ja, von Mr. White, ne? In den 80er Jahren gab es da auch einen Durchbruch in der Genforschung. Man hat festgestellt, dass diese jüdischen Kohen-Familien über ein Gen verfügen, was allen anderen Menschen fehlt. Das sogenannte Kohen-Gen. Und wenn man jetzt jüdische Vorfahren hat, kann man über Internet macht es möglich, entsprechende Bluttests oder auch Speicheltests inzwischen sogar an Laboratorien einsenden und feststellen, ob man irgendwo mit den Kohen verwandt ist. Ist ein schönes Spiel, wenn man das machen will, aber es ist tatsächlich so, da ist ein Unterschied. Und die Kohen existieren, wie gesagt, als Priesterkaste immer noch. Es wurde sogar vor einigen Jahren in Jerusalem der neue Sanhedrin, der neue Hohe Rat des Judentums gegründet und laut jüdischer Überlieferung und auch Prophezeiung darf der nur gegründet werden, wenn der zweite Tempel, also der dritte Tempel sozusagen, der neue Tempel, der Tempel der Wiederkehr bereits errichtet ist. Aber der ist nicht errichtet, jedenfalls nicht im Heiligen Land, jedenfalls nicht in Israel und nicht in Jerusalem. Und da gibt es einen Kollegen aus Israel, das ist ein Forscher, der Igael Yadin, der hat sich mit den Qumran-Rollen, also den Rollen vom Toten Meer, beschäftigt. Und da wird ja eigentlich jedes kleinste Teilchen untersucht, interpretiert, ist extrem umstritten in der Fachwelt, aber es gibt eine Rolle, die ist vollständig und die wird in der Fachwelt so gut wie gar nicht beachtet. Das ist die sogenannte Tempelrolle. Diese Tempelrolle ist ausgerollt 8 Meter lang und ist sozusagen der Bauplan für den Tempel der Wiederkehr. Yadin war von dieser Rolle so fasziniert, dass er sie als eine verborgene Tora vom Toten Meer beschrieben hat. Das ist eigentlich im Judentum eine Gotteslästerung, weil die Tora ist das geoffenbarte Wort von JHWH. Da kannst du nichts damit vergleichen. Ne? Das ist wirklich Ketzerei. Aber trotzdem hat man es ihm durchgehen lassen und er hat ein interessantes Buch darüber geschrieben, wo er eben auch feststellt, dass dieser Tempel der Wiederkehr, so wie er beschrieben wird, an der Stelle des salomonischen Tempels gar nicht stehen kann. Da ist für diesen Berg Moria, wo also jetzt die Überreste des salomonischen Tempels zu finden sind in Jerusalem, viel zu groß. Man müsste das benachbarte Kidron-Tal komplett aufschütten, also eine Riesenarbeit, um einfach nur die Grundfläche dieses Tempels herauszufinden. Ich habe mich mit dem Buch etwas beschäftigt, habe auch die Zeichnungen mal befreundeten Architekten und Bauingenieuren vorgelegt und die kamen alle zu dem Schluss, Thomas, das ist kein oberirdisches Bauwerk. Das ist nichts, was man einfach in die Landschaft stellt. Dafür sind die Dimensionen viel zu stark. Das sieht eher aus wie etwas, was man im Untergrund errichtet oder schon
errichtet hat. Und das wäre natürlich schon eine ganz interessante These, herauszufinden, wo da dieser Tempel der Wiederkehr ist. Er soll in einem Land mit roter Erde erbaut werden, so die jüdischen Prophezeiungen. Rote Erde findest du in ganz Palästina und Israel nicht. Aber es gibt eine Gegend im Süden Frankreichs, in aber der Nähe auch von hier. diesem, und auch hier, aber in der Nähe von diesem umstrittenen örtchen Rennes de Château, ne, wo man eben diese rote Erde findet. Also die Möglichkeiten sind viele. Ne? Aber es ist sehr interessant, dass sehr viele bis zur Blutlinie von Jesus Christus führt immer Frankreich eine große Rolle. Wenn ich sage rote Erde, viele Male, wir haben hier viele Vulkane. Was wir haben, sind diese Art von Steinen, die ja rot sind, Vulkansteine, die sehr porös sind und Wasser halten und sehr gerne in Gärten benutzt werden. Aber wenn wir sehen, dass sehr viele Sachen sich immer wieder in Frankreich zentrieren, fragt man sich, warum? Was für eine Rolle spielt Frankreich? Pyramiden, Leylines, Erdchakren. Es geht immer nach Frankreich. Hast du dafür eine Idee, eine Erklärung? Ja, und zwar eine, die historisch belegt werden kann. Und zwar ging ja das jüdische Reich sozusagen durch die Einverleibung in das römische Reich unter. Ja, da gab es jetzt kein eigenständiges jüdisches Königtum mehr. Aber wir haben im mittelalterlichen Frankreich, und zwar so in der Zeit zwischen dem 6. und dem 13. Jahrhundert, nachweisbar in Südfrankreich ein jüdisches Fürstentum namens Septimanien. Professor Zuckermann, das ist ein amerikanischer Forscher, hat ein hochinteressantes Buch veröffentlicht, das heißt A Jewish Princedom in Feudal France. Ja, das gibt es leider nur in Englisch, aber es ist halt der Titel. Und dort hat er minutiös aufgelistet, wie diese Entwicklung stattgefunden hat. Folgendes ist passiert. Es drangen ja im frühen Mittelalter die sarazenischen Heere von der Iberischen Halbinsel auch nach Frankreich vor. Und erst Karl Martell ist es gelungen, sie beim Poitiers aufzuhalten und dann auch allmählich wieder zurückzudrängen, bis auf die Höhe des heutigen Narbonne. Nur die Stadt selbst, die war damals noch sarazenisch, die konnte er nicht einnehmen. Erst sein Sohn, Pippin II., dem ist das gelungen. Der hat sozusagen die Umgebung dort befriedet, hat die Sarazenen bis zu den Pyrenäen zurückgedrängt und dann darüber hinaus. Aber auch Narbonne konnte er nicht einnehmen, bis er auf den Trick verfallen ist. Er hat die Bevölkerung auf seine Seite gebracht. Die war überwiegend jüdisch, die Bevölkerung von Narbonne. Das waren also Leute, die aus dem Heiligen Land dort gesiedelt hatten. Und es gab also eine große jüdische Community. Und Pippin und sein Vater galten in ihrer Zeit als Usurpatoren. Ja, die waren gar nicht angesehen, weil man unterstellte ihnen, sie hätten die vorangegangene Dynastie der Merowinger mit List und Tücke um den Thron und letztlich auch ums Leben gebracht. Ja. Und nun wollten die Kapetinger sozusagen, also mit Karl Martell und Pippin, wollten eine Legitimation. Und die malten sie sich aus zu bekommen von einer sozusagen Sukzession aus dem biblischen Geschlecht des König David. Und die wurde ihnen letztlich bestätigt von der jüdischen Community. Die hat ihnen auch die Tore von Narbonne geöffnet, sodass also die Stadt eingenommen werden konnte. Die Gegenleistung dafür war ein eigenständiger jüdischer Staat namens Septimanien in Südfrankreich. Ein sogenannter Exilarch, also ein Fürst oder König aus dem Geschlecht Davids, kam aus dem Orient, also aus dem, entweder aus dem Heiligen Land oder aus dem Zweistromland, kam nach Südfrankreich, wurde dort eingesetzt. Sein Titel war der Nassi oder Nassir, also der König der Juden. Bis hin ins 13. Jahrhundert dauerte die Existenz dieses jüdischen Königs oder Königs, also Fürstentums. Allerdings wendeten sich natürlich dann auch die politischen Zeitalter und mit dem Kreuzzug gegen die Katharer, ja, also die Einverleibung auch Südfrankreichs, also Okzitaniens in das französische Staatsgebiet, da setzte natürlich auch die Repression gegen die Juden ein. Und im 13. Jahrhundert wird der König der Juden, also der Nassir oder Nassir,
dem König der Zigeuner gleichgestellt. Also jemand, der noch ein eigenes Staatsvolk mit eigenen Gesetzen hatte, aber eben kein Land mehr. Na, also der sozusagen dort nicht mehr als eigentlicher Herrscher im mittelalterlichen Sinne angesehen werden konnte. Na, aber trotzdem, das hat dieses jüdische Fürstentum hat über Jahrhunderte hinweg prosperiert. Dort war ein Zentrum des jüdischen Glaubens. Man hat das Buch von Professor Sackermann sehr umstritten erklärt. Weil es gab nur historische Quellen, es gab nur Urkunden, es gab nur Überlieferungen, Chronikeinträge. Man hat bisher noch nichts Physisches, nichts Archäologisches gefunden. Das hat sich aber vor einigen Jahren geändert. So um 2007 bis 2009 hat ein südfranzösischer Forscher oder Schatzsucher, der Herr Dusset, im Gebiet um Perios, das ist ein verlassenes Dorf in den Corbières, will er einige Gräber gefunden haben aus jüdischer Zeit, also aus der Zeit von Septimanien oder vielleicht sogar noch älter. Und dort geht er auch davon aus, er hat das Grab von Jesus Christus gefunden, das ist ja im Zusammenhang der Rheinischen Tose eine große Geschichte, das wurde ja schon öfters mal lokalisiert und ja gut, ich gehe davon aus, der Herr Dusset hat dort einfach die falschen Schlüsse gezogen, weil er hat ein Geländemodell, was angeblich auf den Pfarrer Sonia zurückgehen soll, aus dem Nachlass erworben. Das zeigt eine bestimmte Gegend und dort ist auch ein Grab markiert, das will er dann wohl auch gefunden haben, anhand dieses Geländemodells. Und dieses Grab ist beschrieben als Tombeau du Christ, also das Grab des Christus. Nun hat er natürlich daraus geschlussfolgert Jesus Christus. Aber Tombeau du Christ heißt eigentlich das Grab des Gesalbten. Und gesalbt waren alle jüdischen Herrscher seit dem König Saul. Also dort hätten wir auch mit den Gegenständen, die also der Dusset gefunden hat und auch in seinem Buch teilweise publiziert hat, inklusive von hebräischen Manuskripten, hätten wir jetzt endlich mal den archäologischen Nachweis, er hat die Nekropole des jüdischen Fürstentums von Septimanien gefunden. Und wenn es einen Verbleib der Bundeslade in Europa oder in Frankreich gibt, dann sollte man dort zuerst nachschauen. Jetzt könnte man natürlich fragen, wie ist er denn da hingekommen? Ne? Ja, Thomas, glaubst du, dass es in der Welt eine Elite gibt, die Lösung für die Geheimnisse aus der Vergangenheit hat? Zum Beispiel Bundeslade und andere Mysterien der Vergangenheit. Glaubst du, dass es diese Art von Elite gibt und wir von dieser abgeschlossen sind? Ich gehe davon aus, dass es durchaus bestimmte Gruppen gibt, die ganz spezielle Interessen haben und auch über ein ganz spezielles Wissen verfügen. Wobei das mit dem Wissen bewusst abschotten vielleicht gar nicht mal so funktionieren muss. Wenn man jetzt meinetwegen die rosenkreuzerische oder die alchemistische Literatur betrachtet, die ist ja frei zugänglich. Ne? Also die kann heute jeder lesen, kann sich jeder damit beschäftigen, wer das auch immer will. Das heißt noch lange nicht, dass wir sie verstehen. Ne? Das ist ungefähr so, als würdest du einem Fünftklässler ein Buch über angewandte Quantenphysik zum Lesen geben. Ja? Genau. Das ist ungefähr das Gleiche. Natürlich wird es Leute geben, die dieses Wissen hüten, die diese Geheimnisse hüten und die natürlich dann auch über ein größeres Wissen verfügen als der Durchschnittsbürger. Das ist vollkommen unbestritten. Dass es die Elite an sich gibt, das glaube ich eher nicht, sondern ich denke, dass es verschiedene Gruppen, auch mit verschiedenen Interessen und mit einem jeweils verschiedenen Wissen sind. Das Wissen über den Verbleib der Bundeslade zum Beispiel, das könnte sich wie folgt tradiert haben in der europäischen, der abendländischen Kultur. Wir hatten ja, weil wir gerade vom Mittelalter gesprochen haben und von Frankreich, wir hatten ja das Zeitalter der Kreuzzüge, so ab 1098, 1099, erster Kreuzzug, Eroberung von Jerusalem. Und da gab es dann einige Veteranen des ersten Kreuzzuges, die haben sich so um 1117 im Heiligen Land zusammengeschlossen zu einem, Miliz könnte man sagen, also einer Truppe, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Pilger da zu beschützen und die heiligen Stätten zu bewahren. Und die haben auf dem Tempelberg in Jerusalem Quartier bezogen. Der König Balduin, der christliche Herrscher von Jerusalem, hat ihm das dort eingeräumt. Und interessanterweise haben diese Laienbruderschaft unter Führung von Hugo de Payon und Gottfried von Saint-Omer, neun andere, die dort beteiligt waren, die haben sich aber nicht an dem Schutz der Wege beteiligt. Sie haben auch nicht gegen die Sarazenen gekämpft. Selbst dann nicht als ihr Vermieter, ne, also der König von Jerusalem, dort selber in Gefangenschaft geriet bei einer Schlacht. Selbst da haben sie keinen Finger gerührt, sondern sie haben ausgedehnte Forschungsreisen unter
unternommen. Sie haben vor allen Dingen am Tempelberg gegraben. Sie waren also eher wissenschaftlich tätig. Sie haben auch gute Verbindungen zu den Sarazenen gepflegt und auch zur jüdischen Community dort in Jerusalem. Eigentlich was ganz anderes, als was sie machen wollten. Man geht davon aus, sie haben etwas gesucht. Hintergrund ist, dass sie alle, also diese neuen Gründungsmitglieder, und jetzt ist die Katze aus dem Sack des Templerordens, man hat sie nach dem Tempel von Jerusalem, dann später die arme Ritterschaft Christi vom Tempel von Jerusalem oder kurz eben die Tempelherren, die Templer genannt, einer der mächtigsten und, sagen wir mal, geheimnisumwobensten geistlichen Ritterorden der mittelalterlichen Geschichte. Die Gründungsmitglieder aber waren alle Lehnsleute oder Verwandte des Grafen Hugo von der Kampagne. Und Graf Hugo war für seine Zeit ein sehr aufgeklärter Herrscher. Schon seit, also sein Vater schon, seit 1066 existierte an seinem Hof eine jüdische Rabbinerschule. Und als diese neuen Gründungsmitglieder der Templer dann 1127 aus dem Heiligen Land alle zurückkamen, aus welchen Gründen jetzt auch immer, da wurden an dieser jüdischen Rabbinerschule hebräische Texte übersetzt. Die waren teilweise so kompliziert, dass die Rabbiner aus dem Hochburgund hinzugezogen wurden, um diese Texte überhaupt zu entschlüsseln. Irgendetwas hatten diese Gründungsmitglieder der Templer aus dem Heiligen Land mitgebracht. Dazu passt eine jüdische Legende, die 12 Verstecke am Berg Moria, also am Tempelberg, beschreibt, die nicht nur materielle Wertgegenstände enthalten haben sollen, sondern eben auch Wissen. Und das wäre dieses Wissen der Baumeister der Pyramiden, vielleicht das Wissen der Baumeister von Atlantis. Kleinen Moment, nur noch ein bisschen. Aber auch wird gesagt. Nur um das zum Abschluss zu bringen. Diese, ja, pass auf, ich will es bloß kurz zu Ende führen. Diese 12 Verstecke sind gefunden worden in den 60er Jahren von israelischen Archäologen. Die hatten nur einen Nachteil, die waren alle leer. Also jemand war vor den Israelis an diesen Verstecken dran und das könnten die Templer gewesen sein. Und das würde bedeuten, dass sie also möglicherweise das Tempelgeschirr, das seit ca. 535 wieder in Jerusalem war, da gibt es eine Geschichte, wie das zunächst aus Rom geraubt worden ist, dann zu den Vandalen gelangt, das hat überall nur Unglück gestiftet. Letztlich haben die Byzantiner auch die Vandalen besiegt, hatten dieses Tempelgeschirr in der Beute und der Kaiser Justinian hat dann befohlen, dieses Tempelgeschirr wieder nach Jerusalem zu bringen. Man hat es wohl in der Grabeskirche aufbewahrt. Also seit dieser Zeit war also definitiv das Tempelgeschirr wieder in Jerusalem. Die Bundeslade, die war wahrscheinlich gar nicht verschwunden, die war die ganze Zeit da. Und die Templer hatten möglicherweise von der jüdischen Community da in am Grafenhof der Kampagne oder in Jerusalem als Veteran des ersten Kreuzzuges entsprechende Tipps und Hinweise erhalten, etwas zu suchen, etwas Spezielles zu finden. Und das wäre natürlich in dem Fall das Tempelgeschirr und die Lade gewesen, die sie dann wohl auch der jüdischen Gemeinschaft zurückgegeben haben, eben diesem Fürstentum in Septimanien, und dafür entsprechende Unterstützung erhielten. Ja. Ich habe gehört, dass auch die schwarze Mutter Gottes von den Templern mitgebracht worden ist, wo man heute sagt, ja, die ist nur schwarz gewesen wegen dem Rauch der Kerzen, aber es scheint ja wirklich etwas Geheimnisvolles mit der schwarzen Mutter Gottes und den Tempelrittern und natürlich den Tempel von Salomon in Zusammenhang zu stehen. Thomas, es war eine außerordentliche Stunde mit dir, mit Informationen, mit Mystik, Geheimnisse und Geschehnissen der Vergangenheit. Leider haben wir keine Zeit mehr. Wir werden aus dem Studio rausgeschmissen in ein paar Minuten. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken und dich in der Zukunft nochmal einladen, um dein Wissen den Leuten nahe zu bringen über so vielen Themen, die du kennst, wo du drüber geschrieben hast. Aber für heute möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für diese interessante und aufschlussreiche Stunde in Contact with the Beyond. Dankeschön, Thomas. Danke dir für die Einladung. Es hat mich gefreut. Es war hochinteressant, mit dir hier zu plaudern. Dankeschön. Vielen Dank.